Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan für Vatican Media mit einer Live-Übertragung von der apostolischen Reise des Heiligen Vaters nach Zypern und Griechenland. Der Heilige Vater wird gerade empfangen vom katholischen Erzbischof von Athen und vom Pfarrer der Kathedrale, um dort die sogenannte katholische Gemeinde zu treffen. Das heißt, die anwesenden Bischöfe, Priester, Ordensleute, Seminaristen, Katechisten. Mein Name ist Werner Demmel und ich darf Sie in dieser Übertragung begleiten. Der Heilige Vater wird herzlich begrüßt in der Basilika des heiligen Dionysius. Nach dem Eingangslied wird der Präsident der römischen Bischofskonferenz von Griechenland, Alterzbischof, ein Wort der Begrüßung an den Heiligen Vater richten. Es ist Erzbischof Sebastianos Rosolatos. Αγιώτατε Πατέρα, η αποδοχή της πρόσκλησής μας να έλθετε ανάμεσά μας Heiliger Vater, γέμισε χαρά και ικανοποίηση. Ως καθολικοί υπολογίζουμε και στηριζόμαστε πολύ. Die positive Aufnahme unserer Einladung zu uns zu kommen hat uns mit Freude und Zufriedenheit erfüllt. Als Katholiken unterstützen wir die Mission, die Jesus Christus ihnen anvertraut hat, als er zum Apostel Petrus sagte, und du stärke deine Brüder. Deshalb wollen wir dir unsere Freuden und Ängste anvertrauen, damit wir auf dein ermutigendes Wort hören können. Die katholische Kirche in Griechenland setzt sich aus Gemeinden mit drei liturgischen Traditionen zusammen, der lateinischen, der byzantinischen und der armenischen. Wir haben in Griechenland auch den segensreichen Einfluss des Geistes des Zweiten Vatikanischen Konzils erfahren, der die Liturgie und unser Leben als Kirche erneuert hat. In der gleichen Zeit um das Konzil herum erlebten wir auch ein Aufblühen von Berufungen, Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben, die alle Diözesen Griechenlands mit Priestern, Ordensleuten und Frauen versorgten. Gleichzeitig begannen wir jedoch, die Globalisierung und die Säkularisierung auf uns einzuwirken, wodurch der soziale Rückhalt des traditionellen Glaubens geschwächt wurde und die noch heute bestehenden Mängel in unserer Art und Weise der Glaubenspflege zutage traten. Das Ergebnis ist, dass heute so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben. Ohne eine Gemeinschaft des Glaubens, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont des Sinns und des Lebens, weit entfernt vom Worte Gottes und dem liturgischen Leben der Kirche. Aus diesem Grund hat auch der Berufungsboom nachgelassen, sodass heute die Mehrzahl der Priester und Ordensleute aus anderen Ländern kommen. Darüber hinaus hat unsere Kirche in Griechenland in den letzten 30 Jahren ihr Gesicht verändert. Unsere eingewanderten Brüder, die hier leben, sind zahlreicher als wir. Die zugewanderten katholischen Gläubigen sind in einer großen Diaspora über das ganze Land zerstreut, was viele pastorale Probleme mit sich bringt. In der Zwischenzeit
versuchen wir gemeinsam mit den Einwanderern und ihren Kindern, die katholische Kirche von heute zu gestalten. Eine Kirche, die den Glauben in einer sich ständig verändernden Welt lebt und bezeugt. Inmitten dieses Szenarios fällt es uns schwer, uns eine missionarische Pastoral vorzustellen und uns dafür zu öffnen, eine Kirche ins Leben zu rufen, die in der Lage ist, die erlösende Kraft des Evangeliums zu bezeugen und unsere Brüder und Schwestern, die sich entfernt haben, zu Christus zurückzuführen. Mit der orthodoxen Kirche unserer Schwester ist es nach wie vor schwierig, die Beziehung zur gegenseitigen Kenntnis und Zusammenarbeit auf institutioneller Ebene zu fördern. Trotzdem sind dort, wo Katholiken und Orthodoxe zusammenleben, Beziehungen, Respekt und spürbare christliche Liebe vorhanden und werden gefördert. Die Beziehungen unserer Kirche zum griechischen Staat werden durch das Gesetz von 2014, das die Rechtspersönlichkeit der katholischen Kirche in Griechenland festschreibt, erheblich erleichtert. Heiliger Vater, dies ist die Kirche, die Sie heute besuchen. Wir glauben, dass dein Wort uns helfen wird, auf das zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dass es die Kraft haben wird, uns zu ermutigen, den Glauben und den Weg zu finden, um unsere Netze ins Meer auszuwerfen, wie unser Herr es uns aufgetragen hat. Heiliger Vater, wir begrüßen Sie mit großer Dankbarkeit. Nach der Begrüßungsansprache des Alterzbischofs von Athen werden nun zwei Glaubens- und Lebenszeugnisse vorgetragen, zuerst von einer Ordensschwester. Lieber Heiliger Vater, ich bin Gott unendlich dankbar für diese gesegnete Gelegenheit, vor Ihnen stehen zu dürfen und mein Zeugnis in Anwesenheit einer so großen Zahl von Priestern, Ordensleuten und Katechisten abzulegen. Mein religiöser Name ist Maria Virchen del Prado Bravo. Ich wurde in Argentinien, in der Provinz Santiago del Estero, in einer katholischen Familie als ältestes von 8 Geschwistern geboren. Ich gehöre dem weiblichen Zweig der Ordensfamilie vom fleischgewordenen Wort an, dem Institut der Dienerinnen des Herrn und der Jungfrau von Matará, das in Argentinien gegründet wurde. Als ich 14 Jahre alt war, erhielt ich den Ruf, Gottes Ordensfrau zu werden, mit einem so starken Gedanken, dass ich nicht daran zweifelte, dass er von Gott kam. Unmittelbar nachdem ich das Zeugnis eines Ordensmannes gehört hatte, dachte ich, dass ich dasselbe tun könnte, nämlich alles verlassen und mich Gott weihen, um Seelen zu retten. Ich war mir sicher, dass dies nicht meine Idee war, sondern dass sie von Gott kam. Und ich konnte nicht Nein zu Gott sagen. Das gab mir Frieden. Nach einiger Zeit, im Jahr 2008, trat ich im Alter von 18 Jahren in das Noviziat der Dienerin des Herrn ein. Das waren die glücklichsten Jahre meines Lebens. Ich war glücklich, dass ich Gottes Willen tun konnte. Im Jahr 2017 wurde ich nach Italien geschickt, um meine Ausbildung fortzusetzen. Und dort erhielt ich die Bestimmung, eine Gemeinschaft auf der Insel Tinos in Griechenland zu gründen. Es war keine Überraschung für mich, denn ich hatte mich Gott innerlich angeboten, in die Mission zu gehen. Irgendetwas sagte mir, dass es dieser Ort war, obwohl ich nicht viel darüber wusste, weder über die Sprache, noch über die Kultur, noch über die Menschen.
Drei Schwestern kamen zur Gründung auf die Insel Tinos, zwei aus Argentinien und eine aus Albanien, um im Heiligtum unserer lieben Frau von Frisi zu assistieren und im Apostolat der Diözese zu helfen. Wir kannten die Sprache nicht, wir wussten nicht, wie wir etwas sagen sollten, aber die Menschen und wir waren so glücklich, dass es schien, als würden wir uns schon unser ganzes Leben lang kennen. Der erste Eindruck, den ich hatte, war die Gastfreundschaft der Menschen und die Sehnsucht nach Gott. Ich erinnere mich an die ersten Fragen, die uns immer noch gestellt werden. Warum Griechenland? Gefällt es Ihnen? Und unsere Antwort immer mit einem Lächeln war, ja, weil es Gottes Wille ist. Für uns als Ordensfamilie des fleischgewordenen Wortes ist es eine große Gnade, für die wir Gott immer dankbar sein werden, dass wir auf der Insel Tinos weiterhin das geweihte Leben bezeugen können, wie es die Jesuiten und die Ursulinen so viele Jahre lang getan haben, indem sie ihr Leben für Gott und das Evangelium hingegeben haben. Schließlich möchte ich, dass Sie wissen, dass wir bereit sind, unser Leben für Griechenland zu geben und für die Seelen zur Ehre Gottes zu arbeiten, indem wir das fleischgewordene Wort bezeugen, indem wir es in allen menschlichen Dingen verkörpern, was das besondere Ziel unseres Institutes ist, in Werken der Barmherzigkeit, mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, indem wir in ihnen den Wunsch nach Heiligkeit sehen. Ich verspreche, für Sie zu beten, Heiliger Vater, und bitte Sie demütig um Ihren Segen. Nach diesem Glaubenszeugnis der jungen Ordensfrau wird nun ein Laie über seinen Glauben zu uns sprechen. Heiliger Vater, ich stamme aus Tinos, einer Kykladeninsel, die für ihre Verehrung der Jungfrau Maria bekannt ist. Ich bin in einem kleinen katholischen Dorf auf dieser Insel aufgewachsen, in einer Familie, in der die christliche Praxis Teil unseres täglichen Lebens war. Als wir nach Athen kamen, hat das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit unseren orthodoxen Brüdern meinen Glauben nicht beeinträchtigt. Ich habe der Kirche immer nahegestanden und angeboten, was ich konnte. Das Wort aus dem Johannesevangelium, damit alle eins seien, hat unser Familienleben bestimmt. Mit meiner Frau Nitsa, die orthodoxer Konfession ist und auf griechische Art und Weise gläubig ist, zogen wir unsere Kinder auf. Die katholische Schule besuchten, mir zur Sonntagsliturgie folgten und auch die heiligen Sakramente empfingen. Im Alter von 17 Jahren kam es jedoch zu einer Umkehr und sie wandten sich von der religiösen Praxis ab. Wann immer ich das Thema ansprach, wurde ich mit Gleichgültigkeit und Ironie behandelt, was mich manchmal sehr ärgerte. Was war falsch an der Erziehung unserer Kinder? Was hatte ich ihnen nicht mitgegeben? Ich gab mir selbst die Schuld. Aber ich blieb der Kirche mit demselben Glauben und dem Gebet treu. Ein Konflikt wird das Problem nicht lösen. Sprechen Sie mit Ihren Kindern. Fragen Sie, warum, riet mir der Beichtvater. Und die Antwort meiner Jungs war, wir glauben doch, Vater, aber die Zeiten haben sich geändert. Wir verlangen etwas anderes von der Kirche. Hab keine Angst, wir sind bei Ihnen. Wir sind eins, wie du uns gelehrt hast. Die Reaktionen unserer Kinder haben mir geholfen, ihren Alltag in einer gemischten Familie, in einem Arbeits- und Sozialfeld, in dem sie in der Minderheit sind, mit eigenen Augen zu sehen.
Aber die Tatsache, dass sie die Einheit mit ihren Nachbarn erlebten, wie sie es zu Hause und in der Schule gehört hatten, war letztlich das Positive an unserem Gespräch. Es folgt nun das Wort des Heiligen Vaters an die katholische Gemeinschaft und Gemeinde von Athen. Liebe Mitbrüder im bischöflichen Amt, liebe Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen, Seminaristen, Seminaristinnen, liebe Brüder und Schwestern, Kalispera Sas, guten Abend. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Empfang und für die Grußworte, die Bischof Rosolatus an mich gerichtet hat. Und ich danke Ihnen, Schwester, für Ihr Glaubenszeugnis. Es ist wichtig, dass Ordensmänner und Ordensfrauen ihren Dienst in diesem Geiste leben, mit einer leidenschaftlichen Liebe, die zu einem Geschenk für die Gemeinschaft wird, in die sie gesandt sind. Ich danke Ihnen noch einmal. Danke auch an Rokos für das wunderbare Zeugnis des Glaubens, dass er in seiner Familie, im alltäglichen Leben, zusammen mit seinen Kindern lebt, die sich, wie viele junge Menschen, ab einem gewissen Punkt Fragen stellen, sich selbst in Frage stellen, ein wenig kritisch gegenüber einigen Dingen werden. Aber das ist auch gut so, denn es hilft uns als Kirche zu reflektieren und uns zu verändern. Ich freue mich und bin sehr zufrieden, Sie in einem Land zu treffen, das ein Geschenk ist, eine Erbe an der Menschheit, auf dem das Fundament des Westens errichtet wurde. Ohne die Poesie, die Literatur, die Philosophie und die Kunst, die sich hier entwickelt haben, könnten wir weder so viele Facetten der menschlichen Existenz kennenlernen, noch so viele innere Fragen über Leben, Liebe, Schmerz und Tod beantworten. Inmitten dieses reichen Erbes wurde hier zu Beginn des Christentums ein Laboratorium für die Inkulturation eröffnet. Das von der Weisheit so vieler Kirchenväter geleitet wurde, die durch ihren heiligen Lebenswandel und ihre Schriften ein leuchtendes Vorbild für die Gläubigen aller Zeiten sind. Wenn wir uns aber fragen, wer die Begegnung zwischen dem frühen Christentum und der griechischen Kultur eingeleitet hat, so kommen wir nicht umhin, an den Apostel Paulus zu denken. Er war es, der das Labor des Glaubens eröffnete, der diese beiden Welten zusammenführte. Und er hat es genau hier getan, wie die Apostelgeschichte uns berichtet. Er kam in Athen an, begann auf den öffentlichen Plätzen zu predigen und wurde von den Gelehrten der damaligen Zeit auf den Areopag geführt, zum Rat der Ältesten, der Weisen, die über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse urteilten. Halten wir bei dieser Episode inne und lassen wir uns auf unserem Weg als Kirche von zwei Haltungen des Apostels leiten, die für unsere gegenwärtige Glaubensentwicklung nützlich sind. Die erste Haltung ist Vertrauen. Während Paulus predigte, begannen sich einige Philosophen zu fragen, was dieser Scharlatan zu lehren versuchte. Einen Scharlatan nennt man jemand, der Dinge erfindet, indem er die Gutgläubigkeit seiner Zuhörer ausnutzt. Also bringen Sie ihn auf den Areopag.
Wir sollten uns also nicht vorstellen, dass sie den Vorhang einer Bühne für ihn eröffneten. Nein, im Gegenteil, sie bringen ihn dorthin, um ihn zu befragen. Dürfen wir erfahren, was diese neue Lehre ist, die du verkündest? Denn du legst uns seltsame Dinge in die Ohren. Und wir wollen wissen, um was es hier geht. Kurz gesagt, Paulus hängt in den Seilen. Diese Umstände seiner Mission in Griechenland sind auch für uns wichtig. Der Apostel findet sich in einer Ecke wieder. Kurz zuvor war er in Thessaloniki an seiner Predigt gehindert worden und musste nachts fliehen, weil das Volk Unruhen anzettelte und ihn beschuldigte, Unruhe zu stiften. In Athen angekommen, hielt man ihn für einen Scharlatan und führte ihn als unwillkommenen Gast auf den Areopag. Er lebt also nicht in einem triumphalen Moment, sondern erfüllt seinen Auftrag unter großen Schwierigkeiten. Vielleicht spüren auch wir in vielen Momenten unseres Weges die Müdigkeit und manchmal auch die Frustration, eine kleine Gemeinschaft oder eine Kirche mit wenig Kraft zu sein, die sich in einem Kontext bewegt, der nicht immer günstig ist. Denken Sie über die Geschichte von Paulus in Athen nach. Er war allein, in der Minderheit und hatte wenig Aussicht auf Erfolg. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Er hat die Mission nicht aufgegeben und er ließ sich nicht dazu verleiten, sich zu beschweren. Das ist sehr wichtig. Passt gut auf, nicht immer euch zu beschweren. Das ist die Haltung des wahren Apostels. Mit Zuversicht voranschreiten und die Unruhe unerwarteter Situationen, der Gewohnheit und Wiederholung vorzuziehen. Paulus hat diesen Mut. Und woher kommt er? Vom Vertrauen. Paolo ha questo coraggio. Da dove nasce? Dalla fiducia in Dio. Er hat den Mut des Vertrauens. Vertrauen in die Größe Gottes, der es liebt, in unsere Kleinheit hineinzuwirken. Liebe Brüder und Schwestern, haben wir Vertrauen, weil wir als kleine Kirche ein beredtes Zeichen des Evangeliums sind, des von Jesus angekündigten Gottes, der die Kleinen und Armen auserwählt, der die Geschichte durch die einfachen Taten der Demütigen verändert. Von uns als Kirche wird nicht verlangt, dass wir den Geist der Eroberung, des Sieges, die Pracht großer Zahlen und weltlichen Glanz haben. Nein, das ist gefährlich. Das ist die Versuchung des Triumphalismus. Wir sind dagegen aufgefordert, uns an dem Senfkorn zu orientieren, das klein ist, aber bescheiden und langsam wächst. Es ist das kleinste aller Samenkörner, sagt Jesus. Aber wenn es wächst, wird es ein Baum. Wir sind aufgefordert, Sauerteig zu sein, der in geduldiger und stiller Verborgenheit im Teig der Welt gärt, dank des unablässigen Wirkens des Heiligen Geistes. Das Geheimnis des Reiches Gottes liegt in den kleinen Dingen, in dem, was oft ungesehen und unbemerkt ist. Der Apostel Paulus, dessen Name an die Kleinheit erinnert, lebt in Zuversicht, weil er sich diese Worte des Evangeliums zu Herzen genommen hat, und zwar so sehr, dass er sie seinen Brüdern in Korinth zur Lehre machte. Und er sagt, was in Gott schwach ist, ist stärker als die Menschen. Was für die Welt schwach ist, hat Gott erwählt, um die Starken zu überwinden. Deshalb, liebe Brüder und Freunde, möchte ich euch sagen, segnet die Kleinheit, die Einfachheit und heißt sie willkommen. Sie veranlasst sie euch, auf Gott und auf Gott allein zu vertrauen. Eine Minderheit zu sein, und die Kirche ist in der ganzen Welt eine Minderheit,
bedeutet nicht, unbedeutend zu sein, sondern den Weg zu gehen, den der Herr eröffnet hat, nämlich den Weg der Kleinheit, der Kenosis, der Erniedrigung, der Herablassung. Er kam herab, um sich in den Falten der Menschheit und in den Wunden seines Fleisches zu verbergen. Er hat uns gerettet, indem er uns gedient hat. In der Tat, sagt Paulus, entäußert er sich und wurde ein Diener. Wir sind so oft besessen von Äußerlichkeiten, von der Sichtbarkeit, aber das Reich Gottes kommt nicht so, dass es auffällt. Es kommt still, verborgen, wie der Regen. Helfen wir uns gegenseitig, dieses Vertrauen in Gottes Wort zu erneuern und die Begeisterung für den Dienst nicht zu verlieren. Mut, habt Mut, vorwärts. Vertraut in die Kleinheit eures Lebens. Ich möchte noch eine zweite Haltung des heiligen Paulus auf dem Areopag in Athen hervorheben. Die Gastfreundschaft. Es ist die innere Haltung, die für die Evangelisierung notwendig ist, nicht den Raum und das Leben des anderen besetzen zu wollen, sondern die frohe Botschaft in den Boden seiner Existenz zu säen, indem wir vor allem lernen, die Saat, die Gott bereits vor unserer Ankunft in sein Herz gelegt hat, aufzunehmen und zu erkennen. Wir wollen uns erinnern, Gott geht unserer Aussaat, unserem Wirken immer voraus. Evangelisieren heißt nicht, ein leeres Gefäß zu füllen, sondern vor allem, das ans Licht zu bringen, was Gott bereits begonnen hat. Das ist die außergewöhnliche Pädagogik, die der Apostel vor den Athenern demonstriert. Er sagt ihnen nicht, ihr macht alles falsch oder ich werde euch jetzt die Wahrheit lehren. Nein, er beginnt damit, ihren religiösen Geist zuerst anzuerkennen und zu begrüßen. Athener, ich sehe, dass ihr in allem sehr gläubig seid. Als ich vorbeikam und mir eure heiligen Monumente ansah, entdeckte ich auch einen Altar mit der Inschrift »Dem unbekannten Gott«. Der Apostel erkennt die Würde seiner Gesprächspartner zuerst einmal an und akzeptiert ihre religiöse Sensibilität. Obwohl die Straßen von Athen voller Götzen waren, die ihn innerlich erzittern ließen, nimmt Paulus die in den Herzen dieser Menschen verborgene Sehnsucht nach Gott auf und möchte ihnen mit Freundlichkeit das Wunder des Glaubens schenken. Sein Stil ist nicht aufdringlich, sondern proaktiv. Sie beruht nicht auf Proselytismus, niemals, sondern vielmehr auf der Sanftmut Jesu. Und das ist möglich, weil Paulus eine geistliche Sicht der Wirklichkeit hat. Er glaubt, dass der Heilige Geist im Herzen des Menschen wirkt, jenseits aller religiöser Etiketten. Dies haben wir ja auch in der Aussage von Rokus erfahren. An einem bestimmten Punkt entfernen sich Kinder ein wenig von der religiösen Praxis, aber der Heilige Geist hat gewirkt und wirkt weiter. Und so glauben sie sehr an die Einheit, an die Geschwisterlichkeit mit unseren Nächsten. Der Geist wirkt immer jenseits dessen, was man äußerlich sieht, und daran sollten wir denken. Die Haltung des Apostels beginnt daher immer mit der Aufnahme des Anderen, mit der Annahme des Anderen. Vergessen wir das nicht, dass die Gnade die Kultur voraussetzt und die Gabe Gottes sich in der Kultur derer verkörpert, die sie empfangen. Es gibt keine Gnade, die abstrakt irgendwo rumschwebt. Nein. Gott
baut auf unsere Natur auf. In Bezug auf den Besuch von Paulus auf dem Areopag sagte Benedikt XVI. Einmal, dass uns agnostische oder atheistische Menschen sehr am Herzen liegen müssen, dass wir aber vorsichtig sein müssen, denn wenn wir von einer neuen Evangelisierung sprechen, haben diese Menschen vielleicht Angst. Sie wollen sich nicht als Objekte unserer Mission sehen, noch wollen sie ihre Gedanken- und Willensfreiheit aufgeben. Heute sind auch wir aufgefordert, eine Haltung des Willkommens einzunehmen, einen Stil der Gastfreundschaft, ein Herz, das von dem Wunsch beseelt ist, zwischen den menschlichen, kulturellen und religiösen Unterschieden eine Gemeinschaft zu schaffen. Die Herausforderung besteht darin, eine Leidenschaft für das Ganze zu entwickeln, die uns Katholiken, Orthodoxe, Brüder und Schwestern anderer Glaubensrichtungen dazu bringt, einander zuzuhören, gemeinsam zu träumen und zu arbeiten und die Mystik der Brüderlichkeit zu pflegen. Die Vergangenheit bleibt eine offene Wunde auf dem Weg dieses einladenden Dialogs, aber stellen wir uns mutig der Herausforderung von heute. Liebe Brüder und Schwestern, hier auf griechischem Boden zeigte der heilige Paulus sein gelassenes Gottvertrauen, das ihn den Areopagiten gegenüber, die ihm gegenüber misstrauisch waren, freundlich gestimmt hat. Mit diesen beiden Haltungen verkündete er den Gott, der den Menschen, zu denen er sprach, unbekannt war. Und er kam, um das Gesicht eines Gottes zu zeigen, der in Jesus Christus den Samen der Auferstehung, das universelle Recht auf Hoffnung, in das Herz der Welt gesät hat. Als Paulus diese gute Nachricht verkündet, verspottet ihn die Mehrheit und geht weg. Doch einige schlossen sich ihm an und wurden gläubig, darunter Dionysius, ein Mitglied des Areopags, und seine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Die meisten gingen einfach weg. Nur ein kleiner Rest schloss sich Paulus an, darunter Dionysius, nachdem diese Kathedrale benannt ist. Es ist ein kleiner Rest. Aber so webt Gott die Fäden der Geschichte von damals bis zu uns heute. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr die Arbeit in eurer historischen Werkstatt des Glaubens fortsetzt. Und zwar mit diesen beiden Zutaten, mit dem Vertrauen und mit der Bereitschaft, das Evangelium als eine Erfahrung der Freude und der Geschwisterlichkeit zu genießen. Ich nehme sie in Zuneigung und Gebet mit mir. Und Sie vergessen bitte nicht, für mich zu beten. Hotios nasas evlogi, das heißt, Gott segne euch. Soweit die Worte des Heiligen Vaters an die katholische Gemeinschaft in Athen. Es wird nun ein kurzes Wort gesprochen von einer Frau, einer Katechetin, um das Vaterunser einzuleiten. Heiliger Vater, in wenigen Augenblicken wird die gesamte hier anwesende katholische Gemeinschaft und auch alle, die uns aus der Ferne beobachten und mit uns im Geiste verbunden sind, das Gebet sprechen, das der Herr Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser. Ich bin seit vielen Jahren ehrenamtliche Katechetin, so wie viele andere Katechetinnen und Katecheten auch. Und in Ihrem Namen stehe ich nun hier vor Ihnen, Eure Heiligkeit. Danken wir dem Herrn für dieses Geschenk,
das er uns gemacht hat. Danken wir dem Herrn für die Gabe, die er uns gegeben hat, Katecheten zu sein, für diese Berufung, die wir erhalten haben, im Vergleich zu der jedes Zeitopfer und jede persönliche Anstrengung gering erscheinen. Das Vaterunser ist das Gebet, das unsere Katechumenen im Oratorium jede Woche geistlich nährt. Es ist das wichtigste Gebetserbe, das wir Erwachsenen unseren Kindern beibringen und weitergeben. Dieses Gebet bringt den Wunsch unseres Herzens zum Ausdruck, dass das Himmelreich auf der Erde offenbart wird. Wir bitten dich jetzt, heiliger Vater, unsere Herzen und Lippen zu leiten, damit wir es alle gemeinsam rezitieren können. Auf diese Weise werden wir uns fühlen wie damals, als die Jünger Jesus baten, sie beten zu lehren. Der Heilige Vater wird nun bitten, gemeinsam das Vaterunser zu beten. Obedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire, Pater imon, o in ti suranis. Es folgt nun das Gebet des Heiligen Vaters und den Segen über das Volk Gottes. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci in cielo e terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Auch hier wird dem Heiligen Vater für seinen Besuch noch einmal gedankt und ein Geschenk übergeben. Darauf folgt das Schlusslied und währenddessen der Heilige Vater die einzelnen Bischöfe grüßt und dann mit ihnen noch ein Gruppenfoto aufnehmen wird. Im Anschluss an diese Begegnung wird der Heilige Vater sich zur Nunziatur begeben, um dort sich mit Mitbrüdern des Jesuiten zu treffen und das Abendessen einzunehmen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Live-Übertragung aus der Basilika des heiligen Dionysius zu Athen, die Begegnung des Heiligen Vaters bei seiner apostolischen Reise mit der katholischen Gemeinschaft Griechenlands. Ich bedanke mich, dass Sie sich dieser Feier angeschlossen hatten und bedanke mich noch einmal mit einem herzlichen Gruß, Pfarrer Werner Demmel. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten zweiten Advent und lade Sie herzlich ein zur Übertragung am morgigen Vormittag und Nachmittag. Laudetur Jesus Christus.